So, wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Willkommen zu einer Hallo. weiteren Podcast-Folge von Timo bzw. Mosen und mir. Mir gerade einen schönen Tee gemacht. Timo hat bestimmt auch was Nices zu trinken am Start. Oh, ich habe eine Cola mit Eis und Zitrone. Oh, perfekt. Würde ich glatt tauschen, ne? Pogger sind eine Shatter, ey. Ja, Aber wir willkommen haben zu einer auch weiteren. 9000 Tees zu Hause. Naja, wir Ich auch. sag's dir. Wir auch. Hätten Zauber. Podcast-Folge von uns beiden, die immer abwechselnd auf Timos Kanal, auf meinem Kanal erscheinen. Genau, das werden wir jetzt öfter machen, haben wir schon einige Folgen heute abgedreht. Sind gerade entspannt hier auf Voll geil, ne? Skyflame am Leveln. Ohne Scheiß, ihr macht auch richtig Bock gerade. Wir haben eben auch schon gerade drüber geredet, dass wir beide heute nicht live waren und hier irgendwie voll Bock drauf hatten, so einfach so Offline-Content zu machen, ein bisschen zu chillen, bisschen zu leveln und genau, Ja, war echt sehr, sehr manchmal hat man chillig. so einfach so Tage, wo man so mit anderen Sachen anfängt. Ich habe heute die drei, ganz shameless plug, drei Kill-Videos gemacht für Horsemen, Saphiron und Kel'Thuzad von uns. Und dann war es doch schon spät, so. Und dann meinte Marco, er Ja. wollte noch was aufnehmen. Naja, das Dachte schaffe auch, ich du doch nicht kommst mehr mit nicht dem mehr so. Stream. Ja, ich habe Ja. dann noch, so, ihr kennt das, keine Ahnung, so bei YouTube noch irgendwelche Sachen eingestellt, Comments gemacht und so weiter. Und irgendwie, boah, ey, dann habe ich schon so getwittert, so, na, heute wird nichts, aber dafür machen wir Content. Und dann ich so, ja, komm, lass noch ein paar Aufnahmen machen. Oh, Ja. geil, jetzt hier so Level. Gleich mal so vier Videos aufnehmen oder was? Einen schönen, chilligen Levelabend. Wenn man schon nicht streamt, dann kommt man mit Content raus, auch gut. Richtig, Hoffe ich. richtig. Hoffe ich. Genau. Und ja, wir wollen heute mal so ein bisschen über eine Möglichkeit reden, wie es nach WoW Classic weitergehen könnte. Burning Crusade steht einfach im Raum. Das ist einfach, denke ich, außer Frage. Es muss am Ende nicht kommen. Wie gesagt, kann auch irgendwie anders kommen. Viele würden sich das auch wünschen. Wir wären auch offen für Classic Plus Content oder eventuell auch frische Classic Server mit anderen Bedingungen, wenn sich ein paar Dinge ändern würden. Aber Burning Crusade könnte kommen. Und wir beide sind auch immer, haben immer gesagt, dass wir Burning Crusade gut finden, dass wir da gerne auch gespielt haben früher. Wir haben da sehr viel Arena gemacht früher und würden uns dementsprechend auch über Burning Crusade einfach generell freuen. Und deswegen wollten wir in der heutigen Folge ein bisschen drüber sprechen, welche Änderungen eigentlich mit Burning Crusade kommen, beziehungsweise jetzt gar nicht so erklärbar-mäßig, sondern auch einfach auf welche Sachen wir uns freuen, Dinge, die wir nicht so gut finden, Dinge, die wir gut finden. Wir haben jetzt nicht unbedingt irgendwie so eine Vorgabe, worüber wir heute reden, sondern einfach, was uns so einfällt zu Burning Crusade. Genau. Naja, also wir hatten ja schon ein, zwei, also es geht nicht nochmal darum, was kommen könnte nach Classic, Genau. sondern halt jetzt speziell um TBC halt. Ne? Also wir hatten so ein paar Folgen schon gemacht und verschiedene Möglichkeiten und so. Und jetzt wollen wir uns einfach mal das TBC-Ding, weil es dann Genau. natürlich schon, das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Bei Classic Plus ist ja auch immer das Problem, es ist halt auch noch was Abstraktes, was es noch nicht gibt. Ist natürlich auch schwierig, dann dafür Leute irgendwie zu begeistern. Aber TBC kann sich halt ja auch schon was drunter vorstellen. Und Ja, ja, genau. Wobei wir vielleicht. vielleicht über Classic Plus ja auch noch ein Video machen, mal gucken. Ja, klar. Genau. Ja, wie gesagt, also ich habe das auch immer schon gesagt. Ich habe das auch vor Classic schon gesagt, wenn es nach mir persönlich gegangen wäre, so, ich hätte auch direkt mit Burning Crusade angefangen, einfach weil ich vorher schon auf so viel Classic-Servern schon war, aber macht natürlich keinen Sinn halt, ne? Und Nee, macht keinen Sinn. trotzdem fand ich es auch nochmal cool, auf den offiziellen Blizzard-Servern das zu spielen. Ja. Ja, wenn, also ich weiß gar nicht, ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit dem allerersten, so was mir so einfällt. Also wenn ich halt einfach an Burning Crusade denke, dann denke ich halt einfach an die Arena. Ne? Also, Ja. also Timo wird das noch wissen, wir haben bei ihm früher im Keller halt, während der originalen Burning Crusade-Zeit haben wir halt sehr viel Arena gespielt immer. Und das war wirklich ironischerweise damals auch schon so, Timo hat den kompletten Raid-Content mitgenommen. Also er hat wirklich, ich glaube, du hast jeden Boss gekillt eigentlich, oder? In Burning Digga. Crusade, ne? Nee. Ah nee, Sunwell nicht mehr, ne? Ich hab, also Sunwell auch, aber ich hab irgendwo aufgehört. Ich glaube bei diesem In Sunwell, glaube ich, Muru irgendwo. Ja, oder so. genau. Ja. Hieß der Muru? Ja. Der Pre-Nerf Naja. auch so übel war und so. Naja, also ich hab, genau, da war ich raus, weil dann war Sommer und Ja. ja. Aber fast jeden Boss mitgenommen, kann man sagen. Fast Fast jeden, jeden. bis auf, Und ja. vor allem natürlich Pre-Nerf und natürlich tatsächlich als, also sehr, sehr früh immer. Also so
Ja. Ich hatte den ersten in Deutschland, Europa. Ja, also du warst echt in einer richtig guten Gilde, das weiß ich auch noch, ja. Spaß gemacht, ja. Genau, und, ja. Und Timo hat halt immer graded, also es war halt bei ihm im Keller unten, hat er noch in Wolfsburg da bei seinen Eltern gewohnt quasi. Und ich habe halt wirklich den ganzen Tag immer bei ihm meinen Rechner dann stehen gehabt und habe halt dann so BGs gemacht, PvP gemacht, Arena gemacht. Arena haben wir dann noch oft zusammen gemacht, aber ich habe halt, wenn er im Raid war, habe ich immer PvP gemacht eigentlich. Und deswegen ist immer so das Erste, was halt für mich in den Sinn kommt mit Burning Crusade, ist halt einfach so die Arena, weil für mich war das einfach so ein Feature irgendwie, weiß ich nicht, wo man halt sich im PvP auch vergleichen konnte, ohne halt direkt sein Leben zu opfern, für Rang 14 irgendwie. Und, ja, das ist schon besser, PvP-mäßig, die Arena. Ja. Also, das... Ja, irgendwie... also, ich weiß, es gibt auch viele Leute, das habe ich auch im Nachhinein dann erst so gerafft, die sagen, durch die Arena-Geschichte, weißt du, hat sich so diese ganze Hardcore-PvP-Szene gebildet, was auch dann wieder für WoW viele Probleme verursacht hat zum Teil. Weil dann immer so Blizzard so ein bisschen hin und her gerissen war zwischen irgendwie PvE-Spieler glücklich machen oder PvP-Spieler glücklich machen. Aber so für mich persönlich war die Arena einfach echt geiler Shit. Und da freue ich mich, glaube ich, von allen Dingen auch am meisten drauf irgendwie. Ich glaube, am besten ist, wenn man halt irgendwie Battleground-Content hat, der also so Rated BG ist natürlich auch eine sehr gute Idee. Schon eine der Sachen, die richtig gut sind an Retail, finde ich. Und dann noch Arena, so. Und da hast du, glaube ich, echt zwei richtig gute Bereiche abgedeckt. So. Ja, stimmt. RBG gibt's ja auch leider da noch nicht, ne? Mhm. Ja. Das ist gerade schon gesagt, das Geilste ist auch immer so dieses einfach so, einfach chilligen Abend leveln oder so, ne? Oh, einfach irgendwo langrennen. Das ist so geil, diese einfach mal, und das ist ja hier so mein, ihr seht ihn nicht, also der Stream für den Ken, Gott, halt Luda Matthäus, das ist ja so mein Stealth-Char, da weiß die Gilde nicht, wer ich bin. Ja, der darf auch nicht gezeigt werden, oder? Nee, Luda nicht. Ja, das ist halt ein bisschen überspitzt gesagt, aber so gut wie keiner weiß, wer ich bin auf dem Server, ist ganz geil. Ohne Gilde, weißt du, wir haben so gesagt, wir leveln hier auch ohne irgendwie uns was zu schicken. Ja, und Mira ist auch dabei. Das ist geil. Ja, das ist echt so, dann will man auch die geilsten Momente in WoW, ne? Wo man einfach nur geht fresh. Fresh. Did anybody say fresh? Ja, aber TBC, ja, würdest du mal sagen. Es geht um TWC. Nö, also wie gesagt, das ist so das Erste, wo ich dran denke, einfach an die Arena irgendwie und obwohl, also und halt an Illidan. Weil ich wirklich so, ne, man denkt so an Illidan irgendwie, an You Are Not Prepared irgendwie und an die Arena. Und oh, warte mal, ich muss hier hinten noch die Kobolde, lass mal wieder rein. Aber jetzt, weil ich ja bei Timo immer dann auch mit zugeschaut habe, wie er da am Raiden war, muss ich auch sagen, vom PvE-Content her freue ich mich auch extrem auf Burning Crusade. Also ich glaube, die Raids da sind schon richtig geil. Ja. Die sind schon ziemlich nice. Auch so von der Atmosphäre. Also so allein, also klar, Karazans natürlich wahrscheinlich von vielen. Ich habe immer so das Gefühl, Karazhan wird von vielen so ein bisschen hochgehandelt. Es ist zwar geil, aber ich finde doch die anderen Raids geiler. Also, ja, mir war das schon ne? Außen. Ja. Naja, aber, ich finde zum Beispiel Kobolde, so Serpent Shrine. Wie hieß das auf Deutsch? Serpent Shrine Cavern. Dampf. Ja, egal, Schlangen. Nee, weiß ich grad nicht. Ach, nee, genau. Schlangenschrein. Keine Ahnung. Der Naga-Raid da unten. Ne? Ach, scheiße, ich muss mal ganz kurz umloggen. Braucht jemand einen Port auf dem anderen Server? Ja, da. Geht schon los hier, ey. Nee, aber also, okay. Aber wenn wir jetzt noch mal ganz kurz zu den Anfang. Also, was ist so dein Ding, wo du dich am allermeisten drauf freust im Burning Crusade? Gibt es da sowas, wo du, wenn es kommen würde? Könntest du das so festmachen an einer Sache? Weiß nicht, Alter. Ja, die Raids halt. Also, ich glaube, schwierig zu sagen. Also, vor allem, wie so neue Metas jetzt aus Classic, wie die sich dann so entwickeln. Also, zum Beispiel, ob es einen Fury-Prot geben wird. Oder ob das halt, ob Prot dann doch einfach viel mehr Survivability gibt und halt sowas. Ja. Arena ist auch wieder, natürlich wieder geil. Und
Aber ja, natürlich auch ein bisschen noch ein paar andere, also eigentlich auf neue Talentbäume, dass ich mit dem Red auch mal was machen kann, ohne 1000 Millionen Gold dafür aufzugeben und so. Und ja, aber auch auf so die Druiden-Talentbäume, ne? Resto-Druide ist natürlich auch noch geiler irgendwie. Mir gefällt der eh doch mehr, als ich dachte. Echt? Und, ja, spielst du da gerne, ja? Mittlerweile? Ja, ja, weil das Regrowth-Back so, der knallt gut. Weil ich weiß noch früher, das wissen auch einige nicht, als wir auf so Privatservern früher noch gespielt haben. Weißt du noch, wo ich dich immer vollgelabert habe? Spiel mal Druide? Weißt du das noch? Ja. Und du dann immer so, nee, mach keinen Bock. Aber mittlerweile sagst du es doch ganz okay. Ja, Priest und Druide haben beide ihre Vorzüge, ne? Also ich würde sagen, Priest ist immer noch ein bisschen geiler. Ja. Aber ja, Druide. Also Druide ist doch gar nicht so scheiße. Also der Regrowth-Spec, der macht halt in Classic schon echt Bock, so mit dem Spell-Crit und weiß nicht, es knallt halt gut. Wenn du damit weißt, wie du damit healen kannst, so, dann sind die saustark. Also wenn ihr gute Druiden habt, nehmt die auf jeden Fall mit einer Nax, ey. Die ballern richtig hart rein, ne? Und in PC ist es halt so, dass die dann halt nochmal viel krassere Sachen bekommen halt, ne? Also so krassere Talentbäume und so und halt auch nochmal ein bisschen Resilience. Lifebloom ist halt übertrieben, ne? Also Lifebloom ist ja mega starker Spell dann auch, ne? Ja, Lifebloom ist halt auch ein Dispel-Resi, ne? Halt, wenn du das dispelst, dann wird man ja geheilt praktisch und es gibt dann noch so ein paar andere Talente, sowas mit wenn du gekrittet wirst und so, dann nimmst du weniger Damage und alles und einfach geile Talent-Trees, die halt auch sauschlüssig sind, mit denen man auch richtig coole Sachen machen kann. Und in Bezug auf den Krieger, der natürlich mein Main bleibt, oder mein erster Main als Lowlifer. Ja, ich wollte gerade sagen, du musst wahrscheinlich schon immer auch, so als G-Leader und Main-Tank, ist man halt an den Krieger auch gebunden ein Stück weit, ne? Ja, ja, macht natürlich aber auch richtig Bock. Also da werde ich auf jeden Fall, ist was eine richtig interessante Frage, so wie Fury-Protzig übersetzen wird halt, ne? Ob es das geben wird oder, weil der Prot-Tree ist sehr rund, also der ist sehr auch so auf Bedrohung natürlich mehr ausgelegt und ja, du hast halt noch ganz andere Sachen, die halt nicht so Boomer-mäßig sind irgendwie, womit du dann halt viel geiler Threat machst und auch viel mehr Überlebens-Dings hast. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich das einfach nicht lohnen wird, aber Luma und ich haben schon so einen richtig geilen Fury-Prot-Tree auch einmal aufgebaut, müsste auch irgendwo in der Azeroth-Wochenschau sein, in der alten. Da haben wir schon mal so in die Talentbäume reingeguckt und das könnte auch geil, ja. Es gibt ein Fury-Prot-Spec, so. Es könnte was werden. Das wäre natürlich krank dann, ne? Und das ist so eine Sache, auf die mich freue, aber ich habe halt so ein bisschen, hatte ich schon gesagt, die Bedenken, dass es sehr, sehr genervter Content sein wird über die ganzen Patch-Notes. Aber, also was ich so raushöre, Arena auch. Freust dich auch vor allem auch so auf die neuen Klassenfähigkeiten und Talente auch, ne? Merkt man so ein bisschen, finde ich. Genau, ja. Ne, das ist ja, weil ich habe ja einen Paler, den ich rett. Retri endlich viable, kann man sagen, ne? Also, ja oder was heißt viable? Also, ja, doch. Bist du da eigentlich so im Bilde? Also ist das ein großer Unterschied zwischen Horde und Ali zum Beispiel? Erste Frage. Zweite Frage, das weiß ich auch gar nicht, vom Damage her ist der Retri ja also nicht gleichwertig, oder? Es ist ja mehr so eine, so auf Hunter, so wie der Hunter in Classic, oder? Kann man das so sagen? Ja, also so wie ich das verstanden habe, kommen Retris noch später und so wie ich das, glaube ich, noch in Erinnerung habe, Retris kommen später noch so ein bisschen und die sind jetzt nicht, also ich weiß, das sind jetzt keine Warlocks. Warlocks skalieren ja dann auch im Endgame hart, irgendwie, weiß ich noch, die sind richtig abgegangen dann irgendwann, waren aber am Anfang auch nicht so krass. Also so, weiß ich nicht, die sind einfach spielbar. So. Wollte ich ja sagen, es geht quasi einfach nur darum, dass sie nicht komplett useless sind, so wie in Classic einfach, ne? Sondern dass die einfach Sinn haben. Ja, du musst halt in Classic so viel Geld ausgeben, damit du überhaupt mit, also dann ist es okay. Ja. Das kommt drauf an, wenn du spielen kannst und dann Geld und reinpumpst, dann kannst du wahrscheinlich in der normalen Gilde locker da mit eiern, aber trotzdem, wenn du den gleichen Spieler an Fury Warrior und an Red packst, das ist einfach, das macht auch Spaß, aber halt auch nur
so und so viel, ne? Ja. Also und Blutelf ist ein bisschen besser, aber ich glaube nicht so viel besser, wie Leute das im Moment so durch die Gegend schreien. Das ist einfach, okay. Dass irgendwie Allianz Parler dann komplett nicht spielbar ist. Und das ist, glaube ich, nicht so. Ja, also die Blutelfen haben halt Siegel, Blatt, Seal of Blood. Und das macht halt bei Auto-Attacken, das macht halt mehr Damage als dieses, das heißt Seal of, ach Gott, ich weiß gar nicht mehr, das Ali-Ding da. Vengeance, glaube ich. Das muss erst hochstacken irgendwie. Aber ist jetzt auch nicht komplett scheiße, nur man nimmt dann halt Seal of Command halt, ne? Ja, so. Und ja. Aber ja, das geht wahrscheinlich ein bisschen zu sehr ins Detail, aber da okay, ja. Ja, also da freue ich mich drauf. Resto-Druide wird geil. Auch die anderen Druiden-Specs natürlich richtig krass. Und ja, Warrior wieder ein paar neue. Wird wieder interessant, ne? Also ich hab da auch, weiß nicht, vielleicht wird Fury auch ein richtig geiler Tank-Spec wieder. Ja, was und ich halt natürlich auch... ein Drenai-Schaman. Wirst du dir ein Level, oder? Ja, Drenai-Schamane mache ich hier auf dem zweiten Account. Ah, okay. Aber damals warst du doch Drenai-Priester, glaube ich, ne? Ja. Oh. Drenai-Priester warst du auf jeden Fall auch mal eine Zeit lang, weiß noch. Ja, wir waren ja auch mal alles. Einmal durchrotiert. Ja. Ja. Drenai ist cool auch, aber... Ja. Da finde ich zum Beispiel auch eine spannende Frage, ob da auch, also je nachdem, wie Burning Crusade kommen wird, ob man da die Drenai und Blutelfen, ob die von Level 1 anfangen werden, weißt du, oder ob die irgendwie auch dann von höherem Level anfangen. Ja, stimmt eigentlich. Ja, aber ich glaube, die müssen immer von 1 anfangen, ja. Ja, weil ich finde die halt auch mega geile Schadgebiete, ne? Ich finde die mega gut gemacht, ey. Ja, ich finde nur die Drenai leider nicht mehr so cool. Also weil die neu waren die mal cool. Nee, allgemein, die Drenai, da geht's schon so los in so eine Richtung irgendwie. Das fand ich auch früher eigentlich schon, aber dann sahen sie doch cool aus, halt wie das Standardding, ne? Aber irgendwie sieht's ja doch cool aus und so. Und, also weiblicher Drenai ist aber schon sexy, ne? Ja. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht. Es geht halt schon in so eine Richtung. Ja. So Retail-Optik also, ein bisschen? Oder? Ja, es geht noch halt, ne? Es ist schon so ein bisschen so, ich weiß nicht, irgendwie schon so ein bisschen so von Classic weg irgendwie. Da bisschen fänd ich, schon, ja. Goblins, also die es ja auch gibt, oder irgendwie Naga oder Furbolgs Cooler irgendwie, weißt du? Das wäre so Classic Plus-Style und Drenai ist dann natürlich so ein bisschen, geht schon weiter. Style. Ja, stimmt. Ja, aber da kommen dir nochmal helfen, weil du bist ja Noob. Wir haben Zaboom schon hier gerade. Ja. Hilft schon. Ist ja nice. Achso. Aber wir sind schon fertig. Ja. Ja, also wie gesagt, aber ich finde jetzt zum Beispiel die Startgebiete finde ich einfach mega cool, muss ich sagen. Also gerade von den Blutelfen. Das Startgebiet. Blutelfen, ja. Geisterlande, weißt du, das ist auch schon geil gemacht. Ja. Ja. Ja, das ist schon, stimmt schon. Schon so eine. Ein schmaler Grat zwischen irgendwie over the top Grafik und irgendwie noch cool. Aber ich muss sagen, irgendwie in Burning Crusade ist es noch relativ gut gelungen. So, ich finde halt auch so die, was ich halt immer schlimm finde, wenn die ganzen Waffenmodelle nicht mehr so filigran und irgendwie, weißt du, detailliert sind, sondern nur so einfach so hingematscht irgendwie, weißt du, das finde ich halt immer in Retail so total schlimm irgendwie. Das ist immer so, also da rennen ja Leute mit einem Mount rum irgendwie so ein riesiger Elefant, irgendwie noch drei Händler hinten drauf. Keine Ahnung, das ist halt so. Brontosaurier, wie heißen sie? Diese mit dem keine Ahnung, langen Hals. Brontosaurier, ne? Ein Brontosaurier mit Händlern, Junge. Ich weiß gar nicht mehr, was abgeht. Das muss ich auch sagen, das turnt mich auch sehr, sehr ab bei Retail. Also ich probiere immer schon sehr viel darüber wegzusehen. Musst du auch, weil ich weiß auch nicht, warum. Glaube ich auch. Sonst wird man nicht glücklich da, ne? Nee, das ist wirklich schwierig bei mir. Ich habe auch letzte. Ich habe ja ein bisschen Retail und so, okay. Shadowlands und so und ja, das ist auch so eine Zone, da sind da so blaue Dudes irgendwie und nee. Irgendwie, wo ist denn hier der Schurkenlehrer eigentlich? Der einen? Ja, ist irgendwo. Ich glaube, hinten bei dem Dude. Na, okay, ich guck mal. Ja. Was für eine Gnome-Gang hier. Aber wie gesagt, ich finde Burning Crusade ist für mein Empfinden noch, was das angeht, vollkommen in Ordnung.
Von ja, nee, klar. Also, da ist alles normal. Fühle ich mich nicht irgendwie so komisch oder so. Es ging dann erst in WOTLK bei mir los, finde ich. Mit dem DK und weiß nicht, da fing es so langsam an, finde ich. Also bei mir. Und dann irgendwie da ja. Diese komische, dieser eine Dungeon, DK, dieser Raid, wo man da. Hätten sie auch anders. Ja, genau, die Sachen. Ja. Also Heldenklassen hatten sich, glaube ich, auch alle ein bisschen anders vorgestellt. Und so nach dem Motto, du bist halt ein Magier und dann kannst du, wenn du irgendwas Urschlimmes machst, was urlange dauert und so, halt, dann kriegst du irgendwie nochmal, keine Ahnung, so ein kleines Fenster mit extra Talentbäumen oder so und dann kannst du halt irgendwie ein Erzmagier werden oder ein weiß schon, hier irgendwie so. Ja, so Heldenklassen wurden letztendlich für Blizzard eigentlich nur dafür missbraucht, um neue Spieler anzulocken halt. Um eine neue Klasse reinzuknallen und dann haben sie so gemerkt, okay, hätten wir auch einfach eine neue Klasse nennen können. Ja, das sind so ganz viele Sachen. Auch wieder ein, ich weiß, nervt, aber vielleicht halt auch wieder ein gutes Ding für Classic Plus, dass man diese richtigen Heldenklassen vielleicht noch bringt. Also, keine Ahnung, du kannst halt, es gibt halt verschiedene Sachen halt, ne? Also diese Magier ist immer ein guter Druide. Es halt immer, sind immer gute Beispiele, glaube ich. So. Damit kann man immer noch viel machen, dass sich das halt in so bestimmte Richtungen entwickelt halt irgendwie, ne? Ja, ich überlege gerade, Burning Crusade, was sind denn noch so große Veränderungen, wo man sich drauf freut oder wo man sich eben auch nicht drauf freut? Du hast eben gerade schon gesagt, so Drehnei gehen ja schon vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung. Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, so, das ist wirklich richtig schlechter oder so? Ich überlege gerade. Ist vielleicht zu Classic? Naja, was ich nie so geil fand, waren so diese Token-Wände für. Du machst halt einen Hero und das kam ja irgendwann dann rein. Das war nicht ganz am Anfang drin, aber das ist wieder die Frage. Ne? Dass man in den Heroes die Dinger farmt und die dann abgeben kann für Sachen, oder wie? Ja, ich glaube, es waren, ich weiß nicht mehr, ob es überall war, in Raids oder 10er und 5er oder so. Weiß ich nicht mehr genau. Also ich glaube, es waren 10er, ist Karazhan und 5er. Genau, richtig. Karazhan auf jeden Fall irgendwann, ja, safe. Da hast du für Bosse dann, glaube ich, sogar 3 oder so bekommen. Mhm. Auf jeden Fall mehrere Tokens und du kannst ja schon wieder Welfare Epics holen, so, ne? Genau, und in der Hero hast du vom Endboss einen bekommen. Ja. Irgendwie so. Und also das fand ich, das stört mich jetzt nicht riesig, aber ja. Ja, was mich halt nervt, ist halt, dass natürlich die alte Welt dann obsolet ist, so. Ja. Und, aber das mit den Marken, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß gar nicht. Finde ich irgendwie gar nicht so schlimm. Ist nicht so, ich denke, irgendwie würde mich fett beeinträchtigen oder so. Nee, ist nur so eine Kleinigkeit jetzt mal. Ja. Nee, also ich meine, TBC war sehr rund, also. Ja. Weiß nicht, allgemein war einfach sehr rund. Da kann man, also es gibt jetzt nichts, wo ich sage, da kotze ich total ab oder so. Ja, was mich vielleicht ein bisschen stört, es wird wahrscheinlich wieder so eine, also es ist jetzt nichts anderes als ein Classic. Der jetzt schon hier das Gelaber mit jeder muss Lederverarbeiter sein für die Trommeln und so, weil die ja dann so einen Bloodlust, also so einen Blutdurst-Effekt haben und also so einen Heroism-Effekt. Ja. Ich muss sagen, da werde ich diesmal sagen, fuck y'all. Ich bleibe einfach Ingenieur und Enchanter auf dem Warrior. Auch wenn man. Wirst du das dann irgendwie so fett in der Gilde auch verbieten aktiv oder sagst du einfach? Nein. Nein, natürlich nicht. Sollen die ruhig machen, ich mach's noch nicht. Also ich werde nicht, ich bin ziemlich sicher, dass es nicht so schwer wird, dass meine Trommeln den Unterschied machen werden und ich weiß, dass ganz viele im Raid das eh machen werden und dann ist gut. ich craft mir dann halt, aber die anderen Berufe sind jetzt auch nicht scheiße. Also jeder Beruf hat eigentlich was Gutes. Das finde ich zum Beispiel auch noch mal ein bisschen besser, dass sie sich da wirklich das versucht haben, oder man kann eigentlich jeden Beruf haben. So. Also ich bin ein Ingenieur, dann kann ich mir halt diese Flugmount da bauen irgendwie. Und es gibt große Sapper-Charges, also Super-Sapper. Und ich vermute nicht, dass man große Schwierigkeiten damit haben wird, Bosse wirklich down zu kriegen. Von daher muss man mal gucken, welcher Beruf dann wirklich der beste ist. Ob eine Super-Sapper oder halt irgendwelche anderen Items oder diese, vor allem die, wie heißt das, diese Brillen.
die sind halt urkrass, ne, wenn du die baust. Die sind halt auf, was weiß ich, T6-Niveau oder die so. Die Engie-Brillen meinst du, oder? Ja. Die sind richtig krank, so. Und auch für Tanks, es gibt halt so für jede Rolle eine, richtig gut. Ja, und, ja, stimmt. Also auch Platte sind die dann. Auch deswegen dieses, ist das auch gut. Das mal. Ja, auch dieses Engie-Flugmod, ne, auch so geil, ne, von der Optik her. Ja, das auch, ja. Das ist auch noch ein cooles Mod. Das ist noch nicht so übertrieben. Das ist schon so ein, ein Gyrokopter oder so. Ja, das ist ja nicht so. Es geht noch, weißt du? Das ist nicht so over the top halt. Gibt es auch einmal in normal und einmal in episch, ja. Ja. Und stimmt, dann. Weil das Ding ist, die Überlegung ist halt, wenn man Fury wieder spielt oder so, Schmiede können sich ja dann. Also es gibt so einen Hammer. Wenn du Hammerschmied bist, kannst du so einen Einhornkolben bauen. Die kannst du dann immer, die Items kannst du ja immer upgraden dann. Die werden auch krank, Timo, halt, die werden richtig krank, die Hammer. Ja, das deswegen halt, ne? Und also die haben, das sind so Einhandkolben, die haben eine Trefferchance. Haste Proc haben die. Genau, Haste zu procken. Und genau. Fury und Haste, ne? Oh, ich weiß ist halt noch, so eine Sache. Ich weiß nicht, aber, ob du dabei am Start warst. Achso, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass die Krieger, die richtig guten Krieger von Grizzly damals, ne? Ich habe ja mal eine Zeit lang richtig hardcore graded auf einem Burning Crusade Server. Ja. Da waren voll viele Grizzly-Spieler drin. Die waren alle BS. Ja, ja, und die waren alle Schmied, ne? Und hatten alle diese Hämmer, ne? Und die haben so übertrieben damit reingehauen. Also, ich würde vermuten, die Dinger werden auf jeden Fall für Fury-Krieger auf jeden Fall Must-Have, ne? Auf jeden Fall. Genau. Weil halt auch am Anfang im Progress von PvE ist es unglaublich schwer, an gute Waffen zu kommen. Müsst ihr mal müssen ich gucken. Weiß, die sind doch krank. Ja, es ist relativ schwierig, so an gute Einhandwaffen zu kommen. Und deswegen, das ist ein unglaublicher Vorteil, wenn man sich die beiden Dinger selber herstellen kann. Und wäre eine interessante Frage, wenn du sagst, dass vielleicht Fury Tank wieder so der Shit wird, vielleicht ist es sogar die Meta mit den beiden Kolben. Keine das Ahnung. Also ich bin mir nicht so ganz sicher. Es könnte sein, es könnte aber auch sein, dass man Prot spielt, weil wenn man sich die die Trees anguckt, Prot kriegt ziemlich viele gute Sachen, die und ich frage mich halt so, wie sehr wird man da auf die Fresse bekommen, weißt du? In TBC. Und meiner Meinung nach war der Damage schon doch relativ hoch. Und na gut. Ja. Das weiß ich jetzt muss man nicht. Noch sehen. Deswegen, das ist halt so ein bisschen die Kalkulation, ob man sich noch Schmied hochlevelt, ne? Und dafür vielleicht Enchanter droppt oder so, aber. Ja, das weiß ich nicht genau. Ich weiß halt nur, und die Fury-Krieger. Das andere also, Ding. Mit den Dingern, ey. Aber weißt du noch, wie das ist? Wann kann man denn die geupgradete Version davon bekommen? Hängt das mit einem Patch irgendwie zusammen? Oder wie kam die Upgrade? Mit dem Raid, der draußen ist. Ja, du brauchst dann so Primal Nether, glaube ich, am Anfang. Oder? Und irgendwas aus dem Raid dann, ne? Oder wie? Ja, Primal Nether sind diese gelben Dinger aus dem Raid. Ich glaube, die brauchst du aus dem Raid. Und dann Kannst die kann bauen. Man aber so herstellen, Timo, die Nether, bin ich der Meinung, oder? Kann man die nicht? Primal oder Nether Vortex oder so. Irgendwas droppt noch im Raid. Ah, okay. Und je nachdem, was in diesem Raid droppt, das brauchst du dann halt irgendwie. Ja, aber es kann ja nicht sein, dass direkt am Anfang schon jemand sich dann den Storm Herald da oder so herstellt. Nee, du brauchst irgendwie immer was aus dem entsprechenden Raid, glaube ich. Ja, gut. Müsste ich aber nachgucken, also weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr so ganz genau. Weil das wäre nämlich auch nochmal eine interessante Geschichte. Das wäre wichtig, dass auf jeden Fall die Spieler nicht zu früh diese letzten Stufen davon erreichen können. Ja, weil auf einigen Private-Servern war das so, weißt du, jeder Honk direkt am Anfang diese Kacke hergestellt, ey. Und dann weiß ich noch, in Season 1 in der Arena hatten die Krieger schon Stufe 3 davon, weißt du, und die haben dich halt zerstört damit. Hä, aber warum? Weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß nicht, ja, ich bin der Meinung, es war so. Ich bin der Meinung, die hatten tatsächlich. Kann man das sich direkt holen, oder was? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr genau. Schon, wie gesagt, voll mehrere Jahre her mittlerweile, ne? Ich weiß auch nicht mal, welche Stufe das war. Ich sag einfach nur, wenn die von vornherein ohne Probleme die beste Stufe herstellen können, dann wird es safe Probleme geben. Also ich hoffe, dass warte mal, Storm Herald, ne? Das müsste die dritte Stufe sein, ja. Storm Herald die dritte? Ja, glaube ich. Das ist die Zweihandkolben, ne? Beim Einhandkolben weiß ich nicht, wie die dritte Stufe ist. Ja, das ist Zweihand. Also mit dem Petri mache ich Schmied noch. Weil tatsächlich die Waffen da absurd krass sind.
Und weil die natürlich auch noch einen Stun-Proc haben, als Retri kannst du natürlich dann da rein Stun-Procken. Ja. Und der Schwert ist nicht mehr, ja, und der Schwert ist nicht mehr so Dings und ist noch langsamer als das Schwert. Und, ja, aber das ist schon wieder so. Die ersten würde ich sagen, die meisten würden sagen, Schwert ist dann Biss, aber nee, nee. Ich hab da schon was rausgefunden. So, wie lädt das Ding gerade nicht? Warte mal, ich guck mal. Deep Thunder 541. Nee, Deep Thunder ist, glaube ich, die vorletzte Stufe. Okay. Nicht der Meinung. Die letzte hat dann immer so einen eigenen Namen. Also die letzte braucht einfach nur 5 Nether Vortex. So. Gedroppt von Lady Varsh, Kelter Sunstrider. Ja, okay. Aber so, Deep Thunder braucht auch 5 Nether Vortex. Aber jetzt verstehe ich das nicht. Das heißt, wenn ich jetzt fünfmal Lady Varsh kille, kann ich den bauen, so eine Art, oder wie? Ja, die droppt halt ein paar. Oder so. Weiß nicht mehr genau. Sie können die zu 25% droppen. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, alle Raid-Bosse da können die droppen. Mich gerade nicht alles täuscht. Warte mal. Und für die Dings davor braucht man Primal Nether 8 und 10 Primal Mana. Ja, Primal Mana ist ja einfach, kannst du selber farmen. Und ja, Primal Nether droppen, bin ich der Meinung, von den Endbossen in den Heroes auch. Immer eins, glaube ich. Ja, warte. Bin ich der Meinung. Gucke gerade. Primal Nether droppt in Heroes. Achso, ja, genau. Primal Nether, genau, ja, in Heroes, ja. Das heißt, du kannst die zweite Stufe gleich haben und es kommt dann halt so ein bisschen drauf an, was von Anfang an draußen ist. Aber eigentlich müsste das dann Serpent Shrine sein. Aber wenn ich, weißt du, wie viele Lady Varsh droppt davon? Nee, ne? Ich steht 25% Drop-Chance, weiß ich nicht. Auf einen, oder wie? Auf einen, ja. Ach so, okay. Ja, gut, dann musst du halt theoretisch gesehen auf jeden Fall 5-mal den Shit geklärt haben, so eine Art, ne? Naja, dann noch ich glaube, die kann davon schon mehr droppen, also. Ja, ach so. Und ich glaube, die können irgendwo anders auch noch droppen. Von den Trash-Mobs im Raid, glaube ich, haben die eine niedrige Chance zu droppen. Und die Endbosse droppen die halt dann auch noch. So. Nether Vortex, das ist praktisch das epische Ding. Mhm. Na gut, dann. Ja. Das ist aber sehr interessant, ja. Also, das sind so die Fragen, wie gut T4 die. T4 ist das, ne? Nee, ja. Nee, T. Ist Serpent Shrine T4 noch, ne? Ja, ja, T5. Da droppen schon T5 Sachen. Aber auch noch. Genau. Ach so, okay. Ja, und ja, T4 ist Karazhan und dann ist schon T5-Content, also Keltas und die Varsh und es ist auch nicht so ganz klar, was von Anfang an draußen ist, ne? Genau. Also eigentlich war das, glaube ich, von Release an draußen, hatte. Ja, war. Der komplette T5-Content war von Release am Start, ja. Ja. Also quasi beim Release war quasi Karazhan, Gruul, Magteridon, Varsh und Keltas waren quasi die Ingame. Du brauchst natürlich die jeweiligen Prequests halt, ne? Aber die hast du ja dann immer bekommen, sobald du den Content gekillt hast, so eine Art. Ohne Scheiße, wusstest du, dass mit 2.1 schon Black Temple kam? Ich glaube. Mit dem ersten Großpatch. Ja, kann gut sein, klar, weil alles andere war ja schon da, ja. Ja, es war halt nur, aber egal, weil die Leute waren halt nicht direkt da, ne? Also deswegen. Ja. Aber ich glaube, das war eigentlich ziemlich gut gegatet. Ich glaube, das ist auch was Leute. Könnte Heal nehmen. Bist du denn? Ja, kein Healer dabei, ne? Nee. Warte mal, bist du hinter uns oder über uns? Ey, egal, ich renn weg. Aber nicht mal Gouch. Ich bin gleich in der Nähe drin. Wir holen die Necklace. Naja, ich bin noch nicht mal drin. Egal. Wir holen die Necklace, Diggi. Ja. Ja, das fand ich krass. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass der T4-Content nicht in-game ist am Anfang. Das wäre schon wichtig, finde ich. Der T5, meinst du? T5, ja, sorry. Der wird aber wahrscheinlich drin sein, ja. Das muss man gucken. Das Problem ist, ich checke mal nicht mehr, ich weiß nicht mehr genau, wann Mount Heidelgang kam. War das dann auch mit 2.1? Würde ich vermuten, dass es mit. Es steht nirgends hier drin. Mit Black Temple kam, würde ich vermuten. Oder kurz vor Black Temple. Weiß ich aber tatsächlich. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das kam mit Black Temple, ne? Junge, weißt du noch dieses Schwert von Archimonde, was dann immer die ganzen. Ja. Songs da hatten, also übertrieben, oder? Übertrieben lang, ne? Krass geil, ne?
Ja, mit, mit 2.2 kam der Voice-Chat, Leute. Ganz wichtig. Ui. Ja, ist ja schon in-game, haben wir ja schon. Ja, warte mal, 2.1-Patch. Guck mal kurz. Ich glaube, hier kam Hygel und Ding. Und diese fette Tumen-Quest und so, richtig geil. Ogrilla, Nether Drakes, Gettys. Ah, die Daily. Druid Epic Flight Form. Ja, ja. Ruins of Lordaeron Arena kam daraus. Oh, nee, ey. Poggers? Die brauche ich nicht unbedingt, ey. Ja, die sind. Die waren noch okay, aber. Naja, die waren noch okay. Eigentlich war die echt noch okay. Vielleicht 2-3 bei Sulaman. Sulaman war geil, eigentlich. Sulaman war geil, ja. Mit dem Speedrun, wo man dann Mount bekommen konnte, wenn man das in der Zeit abschließt. Aber halt nicht so komplett doof, aber das war noch so ein Speedrun, der ging noch irgendwie. Kannst du noch so sagen, okay, mach das in der und der Zeit und dann ist kein Ding, kriegst du das Mount. Aber das wird auch wieder natürlich, das wird jeder haben dann, ne? War früher nochmal so ein Ding, aber. Wobei, mal sehen, also ich kann es mir nicht vorstellen, wie schwer der Content, weil man muss halt eine Sache, muss man natürlich auch noch sagen, der Content wird für also ein bisschen, naja gut, also wenn die Patches nacheinander kommen, dann wird der Content natürlich auf jeden Fall für den Patch designed sein. Also dann wird das relativ nah beieinander liegen. Das ist ganz gut. Wenn der letzte Patch kommt, wird es ein bisschen Easy Mode sein, aber ja. Ja, mal gucken. Ja, dann Sunwell 2.4, ne? Ja. Sunwell war auch geil, freue ich mich auch drauf. Also ich glaub, Black Temple. War ich auch nie drin. Du musst mir überlegen, Timo, guck mal, ich war nie Black Temple drin. Ich war nie Hygel drin. Ich war dann überall noch nicht drin, ne? Ach so, ja gut, dann ist es schon. So. Ist ja auch noch das Ding, ne? Ja, wenn man da nicht drin war, dann kann ich das natürlich noch ein bisschen mehr verstehen, den Hype und so. Aber die Raids sind schon nice, das muss man schon sagen. Aber guck mal, Spaß, so. wenn du überlegst, was wir gerade alles aufgezählt haben, ne? Guck mal, wir haben Lady Varsh, Keltas, Black Temple, Sunwell mit Kil'jaeden, wie viele Erweiterungen die hätten machen können, ne? Und die haben alles da reingeklatscht, ne? So viel Lore, ne? In diesem einen Addon, ey. Also, übertrieben, ey. Da hätten sie sich auch echt müssen was sparen können, eigentlich, ey. Oder, ja, ne? Das wenn ist du einfach so, Alter, wie viel Lore ist gerade. Gerade so mit Battle auf Mount Hygel hätte es auch erstmal gut sein können und dann vielleicht noch was anderes oder dann halt Sunwell oder so. Hätte man halt den Black oder halt Black Temple oder ich weiß nicht, wie das Illidan nicht gleich drauf geht oder verschiedene Sachen, ne? Ja. Machen können. Wo muss denn hin? Muss schon Murlocs killen oder so? Können wir gleich gucken. Nee, gerade einfach nur Schwein killen hier rechts. Das muss ich ja Eber killen einfach. Eber? Ja, die Eber. Ja. Über Source Park. Now we can finally play the game. Now we can finally play the game. Ja. Nö, ja, also, keine Ahnung. Wenn du die Raids noch nicht gesehen hast, ist natürlich nice. Ja, nur halt bei dir immer halt, ne? Zugeschaut. Ja. Selber halt nie reingegangen. Ja, gut, das ist natürlich schon, also wie gesagt, wenn du Leute hast, die das noch nicht gemacht haben, das ist heftig cool. Also, ich will jetzt auch nicht das zu, ich glaube, man darf es auch nicht zu sehr in den Himmel loben, weil es waren auch da noch relativ, also manche Encounter waren auch da noch ein bisschen, einfach strikt. Auch in Sunwell. Aber, geile Atmosphäre halt, ne? Weil die natürlich grafisch schon viel mehr machen konnten, also. Ja. Da ist schon ein Unterschied, ne? Auch so von der, man merkt, also da war schon Nux irgendwie anguckst, was anderes dahinter, so, ne? Ja, also so, wenn du den Nux anguckst, dann merkst du halt auch schon, dass es halt so Bereiche gibt und es hat alles so ein bisschen Atmosphäre und ein Thema und. Ja, genau, stimmt, da fängt das so ein bisschen an, so langsam, ne? Ja, genau. Das ist auch schon so ein bisschen mehr, dass die so diese Architektur, sag ich mal, in den Dingern so mehr Gedanken sich gemacht haben, ne? Ja, genau. Weil wenn du nochmal so Akku anguckst und so, da ist es. Ja, stimmt. Aber nur so schon Tunnel, ja, so. Ja, ist immer noch so. Ja, ein bisschen rudimentär. Ja, das ist halt immer noch so ganz, ganz oldschool ein Dungeon halt, das ist ein Tunnel. Ja, stimmt. In einem Gebiet und da stehen halt Bosse drin, so. Ja, genau. Das Einzige, was ein bisschen unterschiedlich ist, ist dann halt Dings, ne? Wie stimmt. Heißt
Twins und Cthulhu halt, weil die in einem alten Tempel-Ding drin sind. Aber stimmt, interessant, dass man sich noch gar nicht so Gedanken gemacht hatte, ne? Dass man auch schon die Atmosphäre da schon so eine Art aufbaut, ne? Ja. Safe. Weil Blackwing ja ganz okay ist, aber halt auch, ist halt auch wieder Blackrock. Und ist halt wieder Blackrock. Ich glaube, viele Leute finden Blackwing ja auch ganz cool. Was halt so ein bisschen dieses Ding ist mit den Drachen. Aber auch da ist halt, es ist halt so ein großes Gebiet. Das Hauptthema da so, ne? UBS einer ist halt der und Torwächter. Einer ist halt der Torwächter. Dann hast du so einen großen Drachen in einem Raum. Und der Raum sieht aber aus wie der Raum davor eigentlich mit einem anderen Drachen. Und dann gibt es drei Loot Drakes. Und dann kommt Chromagrus, der eingesperrt ist. Der kommt aber, also es gibt noch keine so extra Bossräume oder halt irgendwie so die. Es fehlt noch ein bisschen. Also außer halt auch so von der. Ja, wenn man sich wirklich mal durch Black Temple durchgeht, ne, und mal genau in die Ecken reinschaut, ist halt krank, wie viel Detail da halt auch drin, ne? Irgendwelche Seen, so mit Seerosen und Wasserfälle, so diese Bereiche, wo es zu Illidan so, oben weißt dann, du, diese ganzen Konkubinen da noch und so, weißt du, die seine Diener sind und so. Ja, genau. Also du kämpfst dich halt wirklich durch so einen alten Tempel und es ist richtig geil gemacht. So. Der hat sich ja richtig gegönnt da, weißt du, die ganze Kurve. Und irgendwann ist ja auch so, dass du hast dann in dem Raid so eine Art Safe Zone, wo dann diese Felsworn oder was, diese alten Drenai von Akama und so. Ja. Die bauen dann da so ein kleines Ding auf und da kannst du, glaube ich, rappen oder so, ich weiß nicht mehr genau. Ah, okay. Die bauen das dann da auf. Ja. Und Sunwell ist dann auch ähnlich, weil da es geht dann halt auch so durch so verschiedene Bereiche von der Festung da sozusagen und an dem einen Ding ist dann halt so eingerissen, wo dieser, da ist ja auch noch so eine Schneise, wo die Burning Legion rein ist. Das habe ich so ganz weit entfernt, habe ich so im Gedächtnis, aber war da wie gesagt selber auch nie, stimmt. Bei einem, wo ist dann so die Mauer eingerissen und da steht dann dieser Pitlord davor und kämpft da halt und da musst du den Patsch dann in diesem Vorbereich töten und dann geht's weiter und irgendwann halt kannst du ja World of Eternity da irgendwie und alles Mögliche. Und, ja, verrückt, ey. Aber da, das ist klar, das Raid-Design ist natürlich schon viel, viel entwickelter da und. Ja. Aber ist ja auch klar, also. Ja, wenn man sich überlegt, so, die haben halt angefangen mit Classic, ne? Und es ist ja logisch, dass dann die nächste Geschichte, die gemacht wird, da hat man unglaublich viel gelernt schon. Genau. Ne, über den Raid-Design und so weiter. Ja, also da gibt es schon. Es ist einfach eine Stufe drauf, ist schon echt geil. Aber das meinte ich auch, das kann man ja auch in Classic Plus dann bringen. Die sind ja nicht blöd, aber wenn wir jetzt gerade heute über TBC reden, sind die Raids natürlich was, worauf ich mich sehr freue, weil das auch einfach. Mal ein ganz anderes Thema, du brauchst nur 25 Leute. Das heißt, du kannst ganz entspannt zwei Raid-Teams machen irgendwie und musst dann nicht noch, genau, du musst nicht noch irgendwelche Homes mitziehen oder Leute, die halt eigentlich in Raid 1 eher vielleicht auch so ein bisschen strugglen, da immer mitzukommen und dann können die lieber chillig in Raid 2 und dann sind auch beide Raids voll und du musst dann halt nicht immer, in Classic musst du ja ständig rekrutieren eigentlich. Weil irgendwer hört immer auf oder irgendwer muss immer irgendwie, kriegt auf einmal ein Kind, was er nicht bemerkt hat. Also. Ja. Und das ist halt so, ne? Und ja, da hast du halt zwei 25er-Teams dann, selbst wenn du zwei Raids hast. Und das ist halt super chillig. So, du musst dann nicht die ganze Zeit noch den mitnehmen, den du gar keinen so richtig Bock hast oder was weiß ich. Fand ich ganz geil. Und wie ist es eigentlich, also wenn ich an die 25er-Raids denke, dann finde ich es einfach vom ersten Gedanken viel geiler und viel besser irgendwie. Sagst du das auch so oder sagst du irgendwie schon so 50er-Raids hatten schon auch irgendwie was Eigenes so? Ey, von mir aus könnte es 60-Mann-Raids geben, sag ich dir ganz ehrlich. Wenn die dafür designt sind und getuned sind, dann wäre das richtig geil. Also das fand ich eigentlich schon geil mit so vielen, ja? Ja, eigentlich schon. Nur der Aufwand halt noch in oder anderen Sachen auch noch ein bisschen anders sein. Also es dürfte dann nicht so viele Server geben natürlich, ne? Damit halt man auch die Leute finden kann. Also das ist geil, wenn es die Leute halt auch gibt dafür. Also weniger Server mit mehr Leuten drauf, dann wäre es, glaube ich, ziemlich cool. Aber andererseits, ganz ehrlich,
25er hat auch was. Ist auch eine sehr gute Größe. Also, ja, ist halt nicht so aufwendig, ne? Ich meine, wenn 40 ich hätte Idioten so 30 darum, gesagt. So 30 eigentlich. Ja, ja, das ist auch sehr schön, ja. Ich finde halt ganz große besser, aber ja, okay. 30 hätte ich vielleicht so gedacht. Weißt du? Mhm. Aber gut, es ist halt 25. Also bei mir ist es jetzt eher so, dass ich denke, weil wir ja dann auch wahrscheinlich mit der Gurkengilde da auch raiden wollen. Ja, ist besser halt. Dass es halt angenehmer ist, weißt du, dass du einfach. Eigentlich ist das die bessere Lösung für alle, weil. Ja, das ist so ein bisschen. Boah, Alter, 40, weißt du, ich stelle mir das auch echt schwierig vor, Alter. 40 Leute und dass die immer alle am Ball bleiben und sich anmelden, ja. Abmelden und. Ja, klar, das glaube ich schon auch. Aber das hat es halt auch ausgemacht, so. Ja, ne? Ja, darum stimmt schon. Halt so, ja. Eigentlich waren sogar, glaube ich, 80 Mann Raids geplant, aber. Echt? Ja, irgendwann hat es so. Aber das wurde dann relativ schnell verworfen. Aber ja. Es kommt drauf an, was man mag. Egal. Stell dir mal vor, in der Classic-Meta dann jetzt so, da hast du so 60 Krieger, das hätten dann bei Mythos so, weißt du, guys, we need 60 Warriors, let's go. Ja, echt, ey. Aber wenn die Server halt, stell dir mal vor, es würde die Hälfte der Server geben und die wären noch so voll wie zu Release, dann waren ja 40 Mann jetzt gar kein Ding, war ja trotzdem voll bei den meisten. Ja. Und also mehr als voll. Oh shit. Ja. Wir hatten ja auch zwei Raid-Teams mit sogar einer Bank bei Raid 2. Also, aber ja, die bessere Lösung ist, glaube ich, schon 25er. Für alle. Damit halt auch Gilden, die jetzt nicht urgroß sind, entspannt ihre Raids vollkriegen und dann halt loslegen können. Und für die Großen haben dann halt ein bisschen weniger Probleme da halt irgendwie immer. Genau, ich glaube, wir werden es so machen. Zwei Karasan-Raids werden wir wahrscheinlich machen und einen Haupt-Raid einfach nur. Ne, du hast quasi so 30 Leute für Kara und dann 25 halt. Ach so, ja. Ne, ich glaube schon, dass unsere zwei Raid-Teams da. Ihr werdet auch quasi mit zwei Raids Black Temple so eine Art machen. Ne? Ja, die Leute wollen eigentlich immer mit Alls raiden so. Ah, okay. Und dann hast du den anderen Raid ja schon. Also, dann hast du da noch ein paar Dudes drin, die ein bisschen chilliger spielen und dann ist gut. Wo müssen wir hin eigentlich? Aber wie gesagt, du brauchst halt keine Hongs mitnehmen. So. Ich weiß nicht, was du brauchst. Also ich bin hier eigentlich fertig. Ich müsste nur noch mal. Musst du die Murlocs killen hier oben irgendwie? Nee, noch nicht. Musst du dem Feld hier. Just Ballon. Ja. Ich gehe erstmal nach unten. Gib mal erstmal ab und sag, was du musst. Ja. Ja, also eine Sache freue ich mich nicht so drauf, glaube ich. Und das sind so die Daily Quests. Aber die kommen ja auch erst später ins Spiel, oder? Weiß ich nicht. Hast du eben geguckt? Du meinst doch Skettis und so weiter? Killer und so. Ja, Skettis kam doch erst mit 2.1 oder so, ne? Na gut, ist hier wieder die Frage. Denkst du, dass solche Sachen halt dann, wenn jetzt der letzte Patch, das bezieht sich ja eigentlich nur auf die Talente und die Nerfs und nicht auf den Content, ne? Kommt natürlich immer anders. Also ich meine jetzt nicht damit, dass Blizzard rausbringen wird, Sunwell und fertig. Nee, ich meine natürlich, der Content kommt natürlich nach und nach raus, aber wenn jetzt hier steht, wir haben die Trash-Mobs bei Black Temple irgendwie so und so genervt, oder der Boss macht das nicht mehr, das nicht mehr so oft, dann ist das halt alles schon drin. Ja. Also wie in Classic jetzt halt, ne? Dass halt, wenn ihr gar killt, dann respawnen halt keine Surger mehr. Das war lange Zeit nicht so. Also lange Zeit meine ich bis von 1.0 Release bis 1.4, bis zum vierten großen Patch. Das war schon ein bisschen Zeit. Und bis dahin sind halt die Viecher respawned, Alter. Da kannst du gar killen, wie du willst. Und so. Und es gibt so ganz, bei ganz vielen, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht so viel Zeit, aber. Also wir sind schon bei 50 Minuten wieder. Ja, deswegen müssen wir wahrscheinlich bald zum Ende kommen. Oder also MacFaridon zum Beispiel, weiß ich, da gab's. Ja, da gab's Safe Nerf, das weiß ich auch noch, ja. Ja, den habe ich auch noch nie gemacht, ey. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich noch was finde. Aber für so ein kleines Beispiel vielleicht, aber ansonsten können wir auch. So, nee, aber das heißt, genau, was hatte ich gerade gemeint? Dass quasi dann die Dailies meinst du, freust dich nicht so drauf, ne? Ja, da muss ich sagen, also ich weiß gar nicht mehr, wie relevant die Dailies so in Burning Crusade waren. Also ich meine, die sind erstens relativ spät erst gekommen und dann, man musste die ja nicht machen eigentlich, ne? Also. Weil eigentlich. Nee, ich weiß, das ist halt. Ich weiß gar nicht mehr, warum man die eigentlich gemacht hat. Für die Mounts eigentlich nur, ne? Ja. Also hier zum Beispiel, ne? Es gibt halt hier zum Beispiel Hellfire. Also wenn du mal. Kann man jetzt auch schlecht linken. Patch 2.1, wenn du runterscrollt, da gibt's Dungeons und Raids-Sektionen.
Und da ist halt sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Kram, wo alles relativ genervt wird. Hier alle 25er Raid-Bosse, die Set-Token droppen jetzt noch einen extra Token, da geht das halt langsam los. Also mehr Loot. Kreaturen werden nicht benutzen keinen Sweeping Strikes mehr. Oh Gott, Alter, was gibt's denn noch? Ich probiere mal gerade irgendwas rauszusuchen, aber. Ja, aber ich glaub dir das. Also ich habe das auch in Erinnerung, dass. Mobs attacken langsamer. Ja. Ja, im Verlauf von Burning Crusade wurde wirklich sehr, sehr viel genervt. Auf jeden Fall, das stimmt. Müsste ich mal selber durchlesen. Also jeder Fünfer-Dungeon und so weiter. hier, MacTheridan's Lair. Hellfire Wardens have been significantly reduced in difficulty. Ja. The Channeler's Shadow Bolt, das sind also diese Mobs da, die da mit drin sind, has been made much more easy to interrupt. Genau, das war auch das Ding. The melee damage of Burning Abyssals has been significantly reduced. Ah. Das ist der erste Patch, Alter, geht das los. Und hier ist Serpent Shrine Cavern, Alter, richtige Wand. Also jeder Dungeon, jeder Raid hat so eine richtige Wand. Müssen wir mal gucken. 2.1. Ja. 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 Okay, Dailies. Aber so ist das Leben, ne? Ich überlege gerade, ob ich noch irgendeinen Punkt habe, den ich jetzt vergessen habe irgendwie. Also ich finde halt auch generell so auf dem PvE-Content, wie gesagt, weil ich ihn halt eben auch noch nicht gesehen habe, freue ich mich mega drauf, auf die Arena auch. Aber auch trotzdem, obwohl ich mich auch so drauf freue, muss ich auch sagen, der Punkt von dir, vorhin, den fand ich auch relevant, dass halt die alte Classic-Welt, ne, aus diesem bisschen, also jeder wird nur noch in den Outlands halt rumhängen, ne. Und das ist schon auch ein Punkt, den man nicht vergessen sollte, so, ne. Also, das ist schon irgendwie ein anderes Feeling, wenn die Leute auf einmal nur noch in Shadrath rumgammeln irgendwie und nicht mehr so die eine Seite in ihrer Hauptstadt und die andere in der eigenen, so, ne. Also, das ist schon. Ja, auch ich find, halt. Ich find gar nicht, wobei Shadrath finde ich richtig geil. Ja, ich finde es auch geil. Ich liebe die Atmosphäre da, Alter, ohne Scheiß. Terrorcar Forest, urgeil. Ja, das schon. Aber das, auf jeden Fall, ja. Safe. Aber trotzdem so, ist schon was dran, weil ja auch zum Beispiel viele Privatserver hatten auch das Problem, dass man zum Beispiel, wenn man mit 58 gelevelt hat, hatten wir vorhin schon im anderen Video, ne, dass halt, wenn du mit 58 levelst irgendwie, und vorher, also wenn die Version kommen würde von Burning Crusade, dann hast du ja mit den Leuten gar keine Classic-Vergangenheit oder so. Weißt du, wie ich meine? Also du hast halt nicht so dann, die Gilde, die hat ja da vor einem halben Jahr bei den World Dragons das und das gemacht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Dann haben sich diese Server so voll leer angefühlt. Und ja, genau. Also wenn jetzt, sagen wir mal, in dem Fall, dass jetzt kommt da ein TBC-Server und dann fangen alle mit 58 an. Transferieren jetzt Leute von verschiedenen Servern ja, dahin. Oder das, genau, oder das. Oder ja. Fangen auf 58 an. Oder halt, wenn du Draenei und Dings bist, auf Level 1. Genau. Aber dann hat der Server halt keine History, so, ne? Genau. Und dann sind da halt Leute, und ja, so, aber es war schon, ich weiß genau, was du meinst. Man denkt so, ja, das ist ja nicht so schlimm, das kommt dann schon. Ja. Aber das ist nicht so. Das ist dann schon irgendwie. Genau. Ja. Also künstlich fühlt sich das dann halt genau, an. Genau, genau. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir nicht sicher bin, ob man da quasi eine gute Lösung finden kann, außer dass man halt wirklich sagt, die aktuellen Server gehen weiter halt, ne? Das ist halt das Problem. Das und dann Fresh und ja. Ich kann mir vorstellen, dass das kommt, dass freshe Server kommen. Also Fresh Classic meinst du, ne? Fresh Classic und dann halt, dass die Server in TBC reingehen. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Es könnte auch sein. Aber ja, es ist irgendwie alles ein bisschen seltsam, ich weiß nicht. Aber weil dann ja, ist halt auch wieder die Frage, weil das kann man sich vorstellen, ich mir auch, aber dann wiederum, ne, sind dann wieder die Leute mad, die dann auf den aktuellen Classic-Servern singen und die sagen dann, ja, wir wollten aber nur Classic, so, ne? Und die kann ich halt auch verstehen, verstehst du? Das ist das Problem an der Geschichte. Ja. Und das ist halt so, also es wird, egal wie es kommen wird, ein paar Leute werden mad sein, ne? Also, das sowieso. Aber das ist eigentlich eh immer so. Die Leute sind sowieso mad, ja. Man muss halt gucken, was man mit dem Spiel machen will. Ne? Also Blizzard muss da auch natürlich gehen, die guckt da auch noch mal ein bisschen anders. Die gucken nicht so, ich habe Bock mit meinem Kumpel Arena zu spielen, sondern die müssen sich, die haben auch noch mal, das muss man sich auch noch mal vor Augen halten, eine andere Perspektive drauf, vielleicht nochmal so als Schlusswort oder so. Ich glaube, Blizzard wäre gut daran,
gut damit beraten. Und ich glaube, die werden auch nicht ganz so blöd da ohne irgendwas, irgendeinen Plan reingehen. Also sie müssen sich überlegen, was sie denn mit diesem Spiel hier machen wollen. Drei Wölfe am Arsch, GG. Genau das ist richtig, richtig gutes Schlusswort. Genau das ist nämlich auch das Fazit von mir in meinem Video zu dem Thema. Blizzard muss wirklich mal überlegen, was wollen sie eigentlich mit diesem Legacy-Server machen, weißt du? Genau. Wollen die wirklich so ein Angebot, so hier Classic und das bleibt auch Classic, hier Burning Crusade, das bleibt das auch, oder wollen die, dass sich das irgendwie miteinander vermischt? Ne, das ist halt die Frage. Wollen sie da halt irgendwie ein langfristiges Oldschool-Classic-Spiel mit auf, so wie Oldschool RuneScape, oder wollen sie damit halt irgendwie die Add-ons weiter durchleben? Oder einfach TBC und da kommt nichts mehr oder so. Weil das ist ja, in einem Jahr sitzen wir wieder hier dann, ne? Jetzt bräuchte ich die Murlocs. Kommt jetzt Wrath. Hä? Jetzt bräuchte ich die Murlocs bei so. Seid ihr schon? Ja, also kein Ding. Was machen wir? Ja, genau, das meine ich halt. Genau, genau. 7 Tipps für Wrath. Ja, ja, ja. und spätestens da wird es, glaube ich, ein bisschen dünner, ehrlich gesagt. Also, ja, genau. Das ist nämlich genau der Punkt, weil wenn jetzt nämlich nicht die Entscheidung klar gemacht wird, wie es abläuft, dann genau, dann bist du nämlich bei WOTK, ist dann wieder die Frage, ja, gehen dann die Burning Crusade Server in WOTK weiter und wenn. Ja, also ich bin da nicht mehr dabei, das kann ich jetzt schon sagen. Also Wrath, da habe ich. Das ist mir schon. Ich meine nur, aber dann verstehst du, dann sind wieder die TBC-Spieler mad, weißt du? Also du musst, also irgendwie musst du halt dir überlegen, seitens Blizzard ich auf jeden Fall, wie sie es halt machen wollen, ne? Ich sag dir, was das Geilste ist. Eigentlich macht es nur Sinn, dass du TBC-Server extra machst und Wrath dann, wenn du das irgendwann machen willst. Und dann machst du noch neuen Content für Classic. So, weil TBC und Wrath musst du eigentlich nur hinstellen. So, und aber auch mehr Murlocs. Lustige Probleme gibt es immer noch. Aber ja, keine Ahnung, wir werden es erfahren irgendwann. Bin mal gespannt. Aber es ist auch schön, wie gesagt, es ist gerade eine sehr interessante Zeit, hatten wir auch schon mal gesagt heute Abend. Oder in den letzten Videos auch. Es ist eine sehr interessante Zeit gerade, weil mal auch keiner weiß, was kommen wird. Das hatten wir natürlich jetzt auch lange wieder nicht. Und das ist irgendwie auch cool, dass man nicht alles weiß. Und so, ja, halt sehr interessant ist, was jetzt kommen wird. Ich bin gespannt, wiefern die uns da noch einbinden werden, weißt du, was ich meine, in die Entscheidung. Also ob jetzt so Ende Februar dann einfach so die Entscheidung kommt, ja, Burning Crusade kommt so und so und so. Oder ob jetzt echt nochmal so Umfragen kommen und das bin ich mal gespannt drauf, wieder so. Ich auch gespannt, ja. Ob da überhaupt, weißt du, ob das so überhaupt irgendwas kommt so oder gar nichts so, weißt du so. Ob gar nichts kommt, die sagen, ja, wenn man eine Umfrage macht, da haben Leute über TBC, nur TBC, ne? Ja, mal gucken, ey. Echt mal gespannt. Spannende Phase und dann müssen wir halt mal wieder gucken. Aber wie gesagt, irgendwie ist halt auch cool, dass man sich mal wieder überraschen lassen kann. Man geht nicht gleich mit so einem dem dicken Plan in die Zukunft. Das ist vielleicht auch mal ganz gut so. Ja. Dann kommt halt irgendwann ein Announcement und dann kann man sich darüber Gedanken machen. Und dann ist nicht jetzt schon, wenn TBC kommt, dann spiele ich das und mach da den Reroll, den Main und hier den Twink und spec den und den Beruf und das und das und das. Weißt du? Ja. Das ist safe, geil. Nice. Dann haben wir es doch, ey, würde ich sagen. Ihr seht schon, Burning Crusade verursacht sehr viel Diskussionsbedarf auf jeden Fall. Also das ist halt echt alles nicht so einfach. Wir freuen uns, glaube ich, beide auf die Erweiterung ein Stück weit, haben aber auch beide unsere Bedenken, was Classic angeht. Und ich glaube, es geht sehr vielen Leuten so. Ja, also und ich denke, viele ich glaube, viele Aspekte kannst du sicherlich auch in Classic einbauen. Auf jeden Fall. Muss man sich überlegen, ob man das eine dem anderen vorzieht oder ob man halt beides bringt. Und dann kann man halt, wäre halt auch cool, ne? Aber ja, alles schwierig. Komisch wie. Ich bin echt mal gespannt, weil ich kann es mir auch, es darfst du ja nicht vergessen, es gibt ja auch noch ein normales WoW halt, ne? Richtig, das ist halt auch die Frage. Shadowlands gibt es halt auch noch. Inwiefern sie da die Priorität haben, überhaupt, dass sie das überhaupt juckt, so, ne? Shadowlands gibt's auch noch. Da kommt einfach nur TBC, alles wird geupgradet und alle können sich mal ficken, so. Aber, naja, muss halt gucken. Mal schauen. Es stehen ja noch ein paar andere Games am Horizont dann irgendwie und. Das sage ich halt eben auch. Weißt du, wenn es gar nicht mehr so in die richtige Richtung läuft, finde ich, dann kann man auch New World oder AO gucken und. Da kann man auch nochmal schauen. Gut, Leute, ich würde sagen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war unsere kleine Vorausschau schon mal in Burning Crusade, wenn es kommen sollte. Weiß man nicht genau.
kann auch alles anders kommen. Ist uns auch recht, auf jeden Fall. Irgendwann ist noch nichts angekündigt, ne? Genau. Daher. Je nachdem, auf welchem Kanal ihr das Video hier sehen werdet, schaut auch bei Timo oder eben bei mir vorbei. Die beiden Kanäle sind dann jeweils unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ihr könnt euch auch die Folge auf Spotify anhören. Ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Ciao. Jo, tschüss.